Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und heute ist mal so ein bisschen experimentierfreudig, mit dem, was das Aufnehmen angeht, denn ich weiß nicht, wie sehr man das hört, ob man das überhaupt hört. Ich schätze nämlich eher weniger. Ich nehme zum ersten Mal mit der Rauschunterdrückungsoption von OBS auf. Ja, weil man bei ganz leisen Szenen eventuell ein Rauschen hört, was ich nicht vom Mikrofon her rühren zu vermute, sondern eher tatsächlich nur die Lüftergeräusche meines PCs sind, die mit aufgenommen werden, weil das Mikrofon selbst, ich habe es halt wirklich in sehr, sehr ruhiger Umgebung getestet, indem ich es einfach an den Raspberry Pi angeschlossen habe und damit aufgenommen habe. Das Ding hat ja, das hat keine, also das macht keine Geräusche. Und da war das Rauschen auch deutlich geringer. Und ich habe halt jetzt einfach mal geguckt, weil wenn ich zum Beispiel eine Audacity auf Tonaufnahme mache und danach halt die ganz normale, stinknormale Rauschunterdrückung reinklatsche, ist das in der Regel relativ effektiv. Und ich weiß ja jetzt nicht, wie gut das live funktioniert. Ich ich nehme diese Folge jetzt auf, höre mir das dann so ein bisschen an, wie das so ein Live-Versuch ist. Deswegen werde ich auch extra mal versuchen, vielleicht ein paar ruhige Stellen zu machen, wo ich selbst nicht so viel rede. Möglichst mich in was Leises begeben. Da werde ich vielleicht auch, ich werde auch vermutlich extra mal irgendwie so einen kleinen Teil, wo ich echt eine Minute ganz, ganz, ganz ruhig bin. Weil das wäre natürlich äußerst praktisch, wenn sowas schreitet wohl funktionieren würde. Du hier? Ich dachte, du wärst in der Stadt. Nein, der Erzmagister hat mich zurückbeordert. Tut gut, wieder hier zu sein, wenn ich ehrlich sein soll. Die Begräbnisse, darauf hätte ich verzichten können. Das glaube ich dir. Ich kann das immer noch nicht glauben. Bruder Jero, er war doch so ein guter Mensch. Ich vermute, das ist dem roten Wahnsinn einerlei. Vermutlich, ja. Ich frage mich, wie die Krankheit abläuft. Was meinst du? Naja, der rote Schimmer in den Augen, das scheint ja erst im Endstadium zu passieren. Was passiert davor? Und wie? Wie erkennt man, ob jemand befallen ist? Warum? Hast du Angst, dass es dich auch erwischt hat? Das ist nicht lustig. Weißt du, ich hatte schon seit längerem das Gefühl, dass mit Jero etwas nicht stimmt. Ach, sag bloß. Seine Frau ist ermordet worden. Meinst du, das hätte dich nicht auch aus dem Gleichgewicht geworfen, Wegestreue hin oder her? Das meine ich nicht. Ihr Tod hat ihn gebrochen, ja. Aber da war kein, ich weiß nicht, kein Hass, nur Trauer. Das kam erst vor kurzem, bevor er das getan hat. Worauf willst du hinaus? Ich weiß es nicht. Nur, dass wir uns in Acht nehmen sollten. Vielleicht war es ja Jeros Zustand, der dem roten Wahnsinn erlaubt hat, ihn zu infizieren. Aber, naja, sollen das Flammentrunk und die Apothekarii herausfinden. Unzuverlässig. Unzuverlässig und dumm. Das sind sie alle. Aha. Interessant. Was ist mit dumm? Wer ist dumm? Wo wird über Apo geredet? Apo-Wet? Wagon. So, dann wollen wir doch mal sehen. Oh, Schnauze. Dies ist heiliger Boden, Fremdländer. Gibt es ein Problem? Hallo? Ich würde gerne klicken. Ja, das funktioniert ja gut. Ja, das funktioniert ja super. Ah, schreite wohl. Hast du einen Augenblick? Natürlich, worum geht es? So, Archiv. Oh, Shift-Wappe, ja, da will ich aber nicht. Hallo? Hä? Ha. Will er mich komplett verarschen? Will er mich trollen? Getrollt wird nicht. Er trollt, fliegt. Einfacher können die Regeln nicht sein. Interessant. Jetzt läuft er wieder nach oben. Hä?
Ja, okay. Warte mal kurz. Oh. Wieso läufst du nicht weiter? Wieso bleibst du stehen? Kannst du mir das bitte verraten? So, da wären wir. Nein. Ihr macht das vollkommen falsch, Bruder. Ich bin doch nur vorsichtig. Wir gar nichts wissen wir. Hör damit. Magistra Jaela hat eure... Oh mein Gott. Gut, das ist... Himmel, Arsch und Zwirn! Hier. Ach, das kommt davon, wenn man Stümper ans Werk lässt. Messer Funkenschlag? Wer seid ihr denn jetzt schon wieder? Ihr hattet mich beauftragt? Der Magister, wisst ihr nicht mehr? Stimmt, ja, Josef der Strauchdieb. Und was ist, hattet ihr Erfolg? Jesper ist mein Name. Und ja, hatten wir. Ich... Lage vor, ihr erklärt mir erst einmal, wann ich euch gestattet habe, eure Bettbekanntschaften hier hochzuschleppen. Soll ich euch noch einmal die Bedeutung der Worte streng und vertraulich erklären? Ihr könnt mir sicherlich eine ganze Menge erklären, aber vertagen wir das lieber auf später. Das schöne Fräulein hier braucht nämlich dringend Hilfe. Arkanistenfieber. Arkanistenfieber? Was geht mich das bitteschön an? Sollen sich die Hüter mit ihren heiligen Ritualen doch darum kümmern? Und überhaupt, warum das alberne Kostüm? Diese Frau hier ist besonders. Die Magie in ihr ist ungewöhnlich stark. Und außerdem ist sie Fremdländerin. Sie kommt aus Nerim, genau wie ihr. Na schön. Der Heimatgefühle wegen. Ich hoffe, ihr vergeudet nicht meine Zeit. Mit diesen... Götterlämmchen zusammenzuarbeiten, bringt einen vernünftig denkenden Menschen wirklich um den letzten Nerv. Der Stuhl da hinten setzt euch hin. Ich sehe mir das mal an. Okay, jetzt wird's... Ja, Behandlung, würde ich sagen, ne? So. Das wird jetzt ein wenig kitzeln. Tatsache. Das fühlt sich wirklich seltsam an. Vielschichtig und verdammt mächtig. Und ihr wollt mir wirklich erzählen, dass ihr eure Begabung erst kürzlich entdeckt habt? Bei eurer Aura ist es ein Wunder, dass ihr euch noch nicht längst in den blauen Tod verwandelt habt. Erzählt mir, was passiert ist, und zwar alles. Nun, damals. Verstehe. Also, das mit diesen Visionen halte ich für Unfug. Und da hat euch euer Verstand einfach einen Streich gespielt. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, was ihr auf dem Schiff alles erlebt habt. Ihr hattet wirklich Glück, dass euch der Magieausbruch nicht gleich die Rübe vom Rumpf gepustet hat. Wie genau funktioniert Magie denn nun eigentlich? Was hat es mit diesen Eventualitäten auf sich? Bei allem, was recht ist, ich werde jetzt nicht den Tutor für euch spielen. Wenn ihr etwas über Magie lernen wollt, dann lest etwas von Balidor Goldenstein, er. Der Blick auf das Meer der Eventualitäten. Neben der Realität, die wir gerade erleben, existieren unendlich viele andere, in denen jeder erdenkliche Zustand vorhanden ist. Dieser Raum mit den exakt selben Leuten. Bloß das Messer Funkenschlags Bart brennt beispielsweise. Was einen Arkanisten ausmacht, ist... dass er diese Realitätszustände, diese Eventualitäten, zeitgleich zu den unseren sieht und sie teilweise wahr werden lassen kann. Sieh mal einer an, Yusuf. Ihr überrascht mich. Dafür werde ich bezahlt. Wie mächtig ein Arkanist ist, hängt von drei Dingen ab. Welche Eventualitäten er sehen kann, wie gut er sie Wahrheit werden lassen kann und wie gut er zwischen unserer Realität und den Eventualitäten unterscheiden kann. Aber wie bereits erwähnt, lest euch ein. Ich habe keine Lust, meine Zeit mit Unterricht zu vergeuden. Aha. Und diese Kuppel auf dem Meer. Jedes Mal, wenn ich einen dieser Steine berühre, habe ich das Gefühl, mich an etwas zu erinnern. Das ist vermutlich ein Zeichen, dass ihr weniger Friedenskraut rauchen solltet. Talent und Können, ob nun magisch oder körperlich, entwickelt man nicht durch irgendwelche Erinnerungen, sondern durch harte Arbeit.
Auch wenn uns dieses hirnverbrannte endraleische Gerede von dem Pfad und einer Vorherbestimmung was anderes vormachen will. Aber diese Vision, ich habe sie mir nicht eingebildet. Ach, wie ihr meint. Ich auf jeden Fall bin in jetzt fast 50 Jahren intensivstem Studium der Magie noch keinem solchen Phänomen begegnet. Und jetzt... Alles beginnt mit den Träumen. Was zum Himmel, Arsch und Wolkenbruch? Sieht dieser Raum für euch aus wie das Gesäß einer Hure? Oder warum meint ihr hier munter rumgrapsen zu können? Diese Dokumente sind vertraulich. Ich wusste, dass es ein Fehler war, an den Groschendieb wie euch anzuheuern. Lashiri hatte schon immer... Wenn ich mich recht erinnere, waren es doch Träume, die eure Leute und Thealor Arantheal hierher geführt haben. Oder, Messer? Und du? Du hast mir doch damals erzählt, dass die verschleierte Frau in der Vision diesen Satz gesagt hat. Alles beginnt mit den Träumen. Was? Ist das wahr? Das stimmt in der Art. Aha. Dann, diese Nahtoderfahrung vor eurem Erwachen. Was sagtet ihr doch gleich? Was habt ihr gesehen? Ein gleißendes, grelles Licht, verbrannte Körper und lauter Stimmen. Gut, ich... Das ist seltsam. Aber wie dem auch sei. Jetzt zählt ohnehin erst einmal, dass wir eure Magie unter Kontrolle bekommen. Was auch immer ihr da hell gesehen habt, nützt uns nichts. Wenn ihr in ein paar Monden die Radieschen von unten betrachtet. Und wie bekommen wir sie unter Kontrolle? Tja, normalerweise ist das ein langwieriger Prozess. Ihr habt dieses Fieber, weil euer Geist von den vielen Möglichkeiten, die ihr nun plötzlich wahrnimmt, überfordert ist. Dieses Ritual, das die Endralea benutzen, um den Blick unter Kontrolle zu bekommen, nennt sich der Gang zum Wasser. Im Grunde genommen bedeutet das, für ein Jahr tägliche, stundenlange Meditation, fades Essen und Abstinenz von allem, was Freude bereitet. Mit der Zeit lernt der Arkanist dann die Kräfte in sich zu kontrollieren, woraufhin das Fieber immer weniger wird und teilweise sogar verschwindet. Je nachdem, wie sehr ihr auf euren Geist achtet. Wir Nerimesen kennen jedoch eine Möglichkeit, diesen langwierigen Prozess zu umgehen. Eine Abkürzung, wenn ihr so wollt. Ich selbst beherrsche sie zwar nicht, aber eine andere von uns. Sie heißt Lashiri und ihr solltet sie so schnell wie möglich aufsuchen. Eine Abkürzung? Hat es nicht einen Grund, dass dieser Gang zum Wasser so lange dauert? Ja, und der Grund heißt Rückwärtsgewandtheit. Nicht mal die Scientia Sinistra dürfen die Arkanisten hier lesen. Aber bitte, wenn ihr Lust auf ein Jahr Askese und einen Eintrag im Register, mit dem man übrigens jederzeit euren Aufenthaltsort auf ganz Winn einsehen kann, habt, dann tut es. Mir ist das egal. In Ordnung. Wo kann ich diese Lashiri finden? In einer Ruine namens Alt-Raschengrad, unweit von Ark. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe und gebt mir mal eure Karte. So. Jetzt müsst ihr schon arg blöd sein, um sie zu verfehlen. Am besten, ihr geht umgehend los. Und ihr, Josef, ihr kommt mit mir und zeigt mir, was euer Ausflug an die Sonnenküste ergeben hat. Hoffentlich mehr als ein paar Flaschen Honigwein. Okay. Was für ein Kauz, nicht wahr? Aber irgendwie mag ich ihn. Hier, das bin ich dir für deine Hilfe noch schuldig. Und falls du mal Lust auf Gesellschaft hast, komm einfach im Tanzen der Nomaden im Fremdenviertel vorbei. Da werde ich mich bis auf Weiteres einquartieren. Also, viel Erfolg beim Meistern der Magie, mein schönes Fräulein. Wir sehen uns. Okay. Während der Haupthandlung Enderals habt ihr die Möglichkeit, eure Beziehung zu verschiedenen Charakteren zu vertiefen. Folgt dazu den jeweiligen Quests und Obacht. Die Missionen sind nicht ewig verfügbar. Schreitet die Haupthandlung zu weit voran, bleibt der Handlungsstrang meiner Charaktere verborgen. Ja. Was habe ich dann bekommen? Ach so. Nachdem der Söldner Jesper Dalvarek mich wohlbehalten mit dem bei dem nerimesischen Magier Konstantin ablieferte, bot er mir an, bei Zeiten auf ein Bier in der Arkeschenke zum Tanzen Nomaden vorbeizukommen. Eine gute Möglichkeit, ihn besser kennenzulernen. Gut. Ja, Hauptstory will ich ja eh, das kenne ich ja so aus dem echten Skyrim, dass ich das immer als letztes packe.
Deswegen ist das nicht so dramatisch. Aber, jo. Erstmal, können wir uns jetzt langsam mal um die anderen Nebenquests kümmern? Nächste Folge, weil diese Folge werde ich es nicht mehr schaffen, zu dem Ort zu kommen, wo ich diese Nebenquests nämlich aufsuche. Geht jetzt einfach mal von aus. Und deswegen. Ja. Kommt hier übrigens gerade mal kurz die Stelle, wo ich selber nichts sagen werde. Also wundert euch nicht. Sondern, sobald wir den Ladebildschirm haben, machen wir die Musik vom Spiel ganz, ganz, ganz leise bzw. aus. Geht ja besser. Dann laufe ich so, ja, bis zu dem Punkt, wo ich vermute, dass es richtig ist. Wo ich die Folge beende und dann kann ich mir schon echt gut anhören. In meiner Aufnahme, wie das klingt mit dem Ton. Ich hoffe, dass der Ton nicht komplett verkackt ist durch diese Rauschunterdrückung, die live funktionieren soll. Mal gucken. So, Audio. Das Einzige, was ihr wahrscheinlich hören werdet, ist das Knistern meiner Tastatur, was man immer hört. So, immer so brutal. Ne, dieses links, rechts ist ja schon so das Lauteste, wenn ich. Ich finde, wenn ich das so einzeln mache, hört man vielleicht, ja. Aber es ist jetzt. Ich sag selbst, es ist nicht so dramatisch. Ich hätte gerne eine noch leisere Tastatur oder eigentlich eine mechanische. Ich brauche halt echt seit 100 Jahren eine mechanische Tastatur. Aber ich bin jetzt mal still. Ihr werdet nur noch meinem Atem hören. Ihr werdet ganz müde. Was? Ja, an dieser Stelle kann ich den Ton ja eigentlich auch wieder anmachen. Das dürfte ja als Test reichen. Und? Hattet ihr schon Erfolg? Nein, aber das versuche ich diese Folge jetzt mal zu machen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss!